Kriegsfeld Gaming GmbH ist eine Marketingagentur im Bereich Computerspiele. Wir arbeiten praktisch im Bereich rund um Computerspiele, kümmern uns darum, dass Turniere vermarktet werden, Teams vermarktet werden, dass die präsent sind auf Veranstaltungen und dass am Schluss endlich Firmen die Möglichkeit haben, rund um das Feld Computerspiele, YouTuber und halt auch Spieler und Spielerinnen ihre Message zu platzieren und sich selber praktisch präsent zu machen in unserem Sport. Was mir persönlich an meinem Job am meisten Spaß macht, ist relativ schwer zu sagen, weil ich wirklich jeden Tag was anderes zu tun habe hier im Büro. Also es geht wirklich hin von Marketing ganz normal, bis hin über Artikel schreiben für Partner und Kunden, die auf unserer Webseite veröffentlicht werden. Und ich denke, dass ich da im Journalistischen, glaube ich, meine Stärken habe und deswegen mir das auch selber am meisten Spaß macht. Zu den klassischen Voraussetzungen, die man braucht, um bei uns eine Ausbildung im Bereich Marketingkommunikation zu machen, gehört auf jeden Fall ein Realschulabschluss oder im Idealfall Abitur. Ansonsten sollte man ein kommunikativer Typ sein, Deutsch und Englisch sich gut ausdrücken können. Was bei uns ansonsten noch besonders dazu kommt, ist, dass man 18 Jahre sein muss, auch um eine Ausbildung zu beginnen, da wir einfach mit sehr vielen Spielen irgendwie in Verbindung kommen und einige von denen erst ab 18 Jahren freigegeben sind. Also die Ausbildung an sich dauert normalerweise 3 Jahre. Man hat noch ein, zwei Möglichkeiten, diese zu verkürzen. Zum Beispiel, wenn man mit einem Abitur in die Ausbildung geht, kann man vom Betrieb aus um ein halbes Jahr verkürzen, sodass man auf 2,5 Jahre landet. Den Kaufmann für Marketingkommunikation setzen wir bei uns im Unternehmen an unterschiedlichsten Stellen ein. An sehr, sehr vielen Bereichen müssen wir uns damit Gedanken machen, wie wir Marken und wie wir Kunden praktisch in einem gewissen Feld präsentieren. Diese Herausforderung oder dieses Engagement und diese Aufgabenstellung müssen wir an mindestens mal beim Social Media Management, aber auch im Bereich der redaktionellen Arbeit heutzutage, wo einfach wir für Kunden uns Gedanken darüber machen müssen, wie ihre Webpräsenzen gestaltet werden und wo es nicht nur darum geht, klassische Marketingbotschaften zu kommunizieren, sondern tatsächlich redaktionelle Inhalte. Schwerpunkte sind auf jeden Fall auf dem Marketingbereich, weil man ja auch da später hingehen wird. Wie man Kampagnen erstellt, wie man mit Kunden reden muss, wie man Präsentationen erstellen muss für Kunden, damit diese zufrieden sind. Und das sind so die Schwerpunkte. Bei uns gibt es einfach auch natürlich die Möglichkeit, umso stärker man sich integriert, umso stärker man sich irgendwie einbringt, natürlich auch weiter aufzusteigen und weitere Geschäftsfelder auch zu bearbeiten. Aber natürlich gibt es bei uns eventuell auch eine relativ einmalige Möglichkeit, und das ist immer auch wieder neue Geschäftsfelder zu bearbeiten, die es bei uns bisher zum Beispiel noch nicht gab. So haben wir vor 1,5 Jahren eine speziell auf Gaming-Inhalte ausgelegte PR-Abteilung dazu bekommen oder seit 2 Jahren eine Social-Media-Community-Management-Abteilung, die sich in erster Linie mit Twitter, Facebook, Instagram auseinandersetzt. Ja, also bei uns ist es so, dass wir jedes Jahr ca. 2 bis 4 Auszubildende aufnehmen.